Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spielepartys mit mir, The Maxi. Und ihr seht's, heute gibt's ein neues Spiel. Und zwar sind wir bei Planet Zoo. Das ist vor 2 Wochen, glaube ich, neu rausgekommen. Und ich habe es mir jetzt geholt. Oberheule, schön, dass du wieder da bist. Freut mich. Und ich würde mal sagen, wir starten direkt mal mit einer Karriere. Und wir starten im Goodwin House, welches renoviert und umbenannt wurde. Okay, na dann. Auf geht's. Wenn wir unseren eigenen Zoo jetzt starten. Wuhu! Ich bin schon richtig gespannt. Eule, wie geht's dir? Lange nichts mehr gehört. Oh, das wird toll, das wird toll. Da geht's los. Unser Zoo. Da sind sogar schon Leute drin. Kann ja nur gut werden. Ah, hi, Ad Emmatu. Tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber Legende, ich guten bestehe Morgen. Darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau. Ja, Legende, ich war zu aufgeregt. Ich wollte es endlich zocken. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich hier eröffnet habe. Und ich bin sehr stolz auf ihn. Mir geht's ganz gut. Auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Oh, das ist sehr gemein. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart. Und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Das ist ein toller Zug. Du weißt schon, was ich meine. Da würde ich gerne mal hingehen. Okay. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Ja. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Okay. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Da sind sie. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Okay, andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Oder heißt Zachary? Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Ja, das habe ich schon gemacht. Hier erhältst du die verschiedensten Informationen über dein Tier. Wobei das Gesamtwohlbefinden für dich am wichtigsten sein wird. Du lernst heute noch mehr über das Wohlbefinden der Tiere, wenn wir uns mit deinen Zielen beschäftigen. Aber erfreuen wir uns erst einmal an diesem wunderbaren Tier. Wähle die Kamera im unteren Bereich des Infofensters aus. Okay. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Cool. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Sehr schön. Na, das ist doch schon mal gut. Da können wir ihn hier beobachten. Er lächelt sogar in die Kamera. Wundervoll. Okay. Dann andere Tiere. Finde das Gehege der Tierart westafrikanische Löwen. Löwen. Könnten die hier irgendwo mit sein? Nee. Nicht so ganz. Da sind eher die Zebras. Ja, ich muss das mal ein bisschen rauszoomen. Wo haben wir denn das Löwengehege? Haben wir hier überhaupt schon Löwen? Ich meine, ich habe die schon gesehen im Einspieler, aber... Okay, ist markiert.
Nicht gesehen. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen der Katzen. Hübsch. Und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Coole Sache. Nein, Legende, Bären werden nicht auf Diät gesetzt. Die brauchen ihr Fell für den Winter. Ich meine, sieht zwar gerade sommerlich aus, aber man weiß ja nie. Okay, leeres Gehege. Zoomen wir mal wieder ganz raus und da haben wir es. Sehr schön. Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Okay. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Ja. Tierhandel. Sehr gut. Oh. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Okay. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren. Aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Ach, so ein Dutzend Elefanten. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Yay. Zack. Nummer eins. Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Okay. Wo ist es? Da. Klein markiert. Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Da ist doch kein Warzenschwein. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Zoopedia? Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Die haben Hunger. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Ja. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle. Und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Okay, Futtertrog. Wäre eigentlich ganz praktisch, wenn man das hier so in der Nähe macht, ne? So, was soll denn? Futter und Wasser. Wasserschüssel, alles klar. Ja, stellen wir doch daneben. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Na, perfekt. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Ach, und das ist jetzt fertig? Aber die haben noch Hunger. Ne, geh mal hin. Trink was, iss was. Wird es dadurch jetzt besser? Oh ja. Sehr gut. Und da kommt auch schon das Futter. Okay, dann will ich nicht drüber kommen. Dann ist alles gut. Ja, Eule, du hast recht. Gruseln wäre nicht schlecht. Aber jetzt ist erstmal hier niedlich angesagt. So, oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen,
solltest du das Spiel pausieren. Klicke okay. dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Yay. Ah, so mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Okay. Dann einfach mit hier rein platzieren. Außerhalb des Platzierungsbereichs. Ich würde es ja gleich ein bisschen schön machen. Oh, da war es gerade kurz. Hallo? Blockiert. Oh! Gut. Jetzt stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Na, voll gerne. Gute Dame. Erstmal drehen. Aber eine Ziegelmauer? Wie sieht man denn dann die Straußen? Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Ja. Sehr gut. Das ist Glas, das soll alles Glas werden. Ist das austauschen? Nein, ist es nicht. Ja. Okay, ich mach Mist. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Ja. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Coole Sache. Also Eule, die bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Jurassic World habe ich sogar schon. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Ja, jetzt lass mich doch außerdem mal kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei, höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Ja, gleich. Ich will die Barriere erstmal machen. Okay. Oh, ganz schön viele Straußen. Zack. Alle gekauft. Sehr schön. So. Die sind jetzt hier. Und werden da reingepackt. Zack. Nächster. Achso, ich habe das Spiel, glaube ich, noch pausiert. Während wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Ja. Futter habe ich. Was noch? Mehr kann ich gar nicht, okay. Futter und Wasser. Ah. Kann ich den drehen? Ich würde den gerne ein bisschen drehen.
brechen. Oh, da kommt der erste Strauß. Hallo. Ja, schnell raus, lieber Pfleger. Ja, Nancy, die redet irgendwie sehr viel. Aber es ist doch ganz, ganz praktisch. Hier? Ich würde es nur ein bisschen drehen eigentlich. Naja, egal. Egal. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall gebaut. Hat er sie noch was gesagt? Vielleicht sollte ich die große Futterschüssel nutzen. Hier baue ich auch noch Glas rein. Alles klar. Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Ein Traum. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Cool, da sind sie. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt, jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Die sieht eigentlich schön aus. Du musst aus. Die Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Y? Ah, Y halten, alles klar. Oh, welches ist der Ausgang? Das ist der Ausgang. Oder eigentlich. So. Sehr schön. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Warum sehen die Einrichtungen? Alle Einrichtungen, nicht so gern? Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Oh. Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Okay. Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu. Den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Okay, Nancy. Mache ich natürlich gerne, Nancy. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten, aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Ja. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Ja. Chill mal. Chill mal, Nancy. Wasserdicht, nicht erklimmbar. Blickdicht, transparent. So, da fangen wir erstmal eigentlich bis hierher vielleicht transparent. Zack. Bin ich jetzt auch kleiner? Das ist mir so groß. Naja, egal. So, dann machen wir hier schön lange Glaswand. Okay. Dann bauen wir mal hier eben das so und da kommt hier der Gehegeeingang hin. Ich denke, das ist ganz praktisch. So. Hä, nein, ich habe das ausgewählt. Das soll bitte das sein. Dankeschön. Ah, gar nicht so einfach.
Jetzt ist das wieder das. Hallo, Freunde. Das da. Ei, das da. Nein, das da. So. Jetzt habe ich es raus. Sehr schön. Ich finde ja die Löwen und Tiger, da sollte man überall Glas haben. Das macht so Spaß, sie zu beobachten. Zack. Yay. So, dann hier noch ein bisschen Glas und das kann dann eigentlich so eine solide Mauer werden. Denn da oben auf den Stein. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Ja. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Okay. Ja, dann wählen wir jetzt mal das ganze Gehege. Hä? Wo ist es denn? Da. Hat sich versteckt. Also ich nehme mal an, dass es das ist. Nein. Oh, das ist ja blöd gemacht hier. So, ich gehe mal in die andere Richtung weiter. Zack. Ja, aber es ist schon mal wichtig, so ein Tutorial am Anfang zu bekommen. Wusste ich jetzt nicht, dass das so ewig geht. Und da ist irgendwie noch so ein kleines Stück Mauer. Egal. So, so, so. Vielleicht sind wir rum. Zack. Und letztes Stück. Nun hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 3,7 Meter ein. 3,7? Okay. Dann machen wir 3,8. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Natürlich. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Nicht? Okay. So, hier sind wir. Gut, die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Yay. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Ja, Tiger kaufen. Tiger kaufen. Ah, das freut mich, Legende, dass du die neuen Projekte super findest. Also ich hatte auch mega Lust auf Evil Within. Nach der ersten Aufnahme hatte ich nicht so viel Lust mehr. Das war doch ein bisschen gruselig, aber mittlerweile, denke ich, komme ich ganz gut klar. Ich werde jetzt zum Pro. Während die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Stimmt. Futter. Gehege. Futterstellen. Alle. Na gut. Ihr bekommt hier was hin. Oh, das ist... Hä? Ist das aus Glas? Sieht glasig aus. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Oh. Manche oh, Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Ja. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Okay. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Ja. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Ja, da bin ich. Ruhiges Wasser? Ruhiges Wasser. Ja, das sieht wirklich gut aus. Cool. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Die dunkle Seite der Macht, das klingt ja böse. Ja, aber ich wollte halt wirklich mal was anderes wieder machen. Guten Morgen, Wolf. Wie geht's dir? Gehege. Spielzeug. Gefrorener Blutkürbis.
Okay, mehr als die beiden gibt's nicht. Na dann. Lass uns mal hier was platzieren. Und dann hier was platzieren. Okay, langsam nimmt hier alles Formen an. Ja. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu, platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Oh, wie nett. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Wo stellen wir denn jetzt hin? Eigentlich hier, oder? Dann mache ich das hier noch aus Stein. Ist es ungünstig, wenn die Pfleger dort reinkommen? Ach, dem passiert schon nichts. So. Geht doch hier, oder? Mal sehen. Ja, da können die sich reinlegen. Dann mache ich das noch als Mauer. Die armen Kleinen. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Oh. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Kann ich? Ja, damit. Oh, die brauchen Pflanzen. Okay. So muss ich jetzt Pflanzen haben. Ja, und wie kann ich jetzt pflanzen? Natur. Reicht dir das nicht, gute Nancy? Wolf, in dem Spiel geht es darum, dass ich mir meinen eigenen Zoo baue. Ja, Gras, Ostgras. Aber da sehe ich jetzt trotzdem noch nicht. Seht ihr irgendwo, wie der Tiger dazu steht? Außerdem steht da, das Gelände ist optimal. Der braucht noch Pflanzen. Okay, Geländetypen, bla bla bla. Schnee, Wasser hinzufügen, das brauche ich ja nicht. Oh, ich kann das ja anpassen. Kurzes Gras. Oh, was hat er denn? Ach, hier, also gut, öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Na gut. Schwere Erde oder leichte Erde? Ich pack mal hier ein bisschen Erde. Ja, das läuft doch schon. Coole Sache. Dann brauchen wir noch langes Gras. Das mache ich auch gleich noch. So. Komm, das müsste doch jetzt eigentlich auch hochgehen, oder? Komm schon. Überall langes Gras. 67. Ja, irgendwie. Das wird's. Aber die Erde muss ja trotzdem bleiben. Reicht dir das, Nancy? Kurzes Gras. Hey. Braucht weniger langes. Nur dann. Machen wir es halt wieder kurz. Natürlich. Rasenmäher drüber laufen lassen. Oh, gleich haben wir es. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Diese Tiger benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Ja, da bin ich. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst.
Okay, bist du... Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Okay. Pflanzen. Ja, aber lass mich doch erstmal... Biome. Tropen. Gemäßig. Klingt gut, ne? Adlerfang, Bananenflore. Aber kann ich die jetzt erstmal entfernen? Ja. Zack. Was bist du? Du bist Adlerfang. Ach, das sind die Büsche, oder? Keine Ahnung. Nehme ich aber mal an. Zack. So. Adlerfang. Dann sag mir noch mal genau, was du möchtest. Pflanzen im Gehege. Adlerfarn und Weißdornstrauch. Alles klar. Adlerfarn ist schon drin. Weißdorn. Weißdorn. So, können wir hier ein bisschen schön. Ja, hier in die Ecke. Da guckt eh keiner. In der Ecke hat keiner zu gucken. Denn hier, wo sie sich aufhalten können. Freuen die sich schon? Ich sehe noch nichts. Kommt schon, freut euch. Freut euch, liebe Löwen. Ich baue hier überall Pflanzen hin. Oh mein Gott, wie gepflanzt muss das denn sein? Krass. Ich kann dann nicht alles zupflanzen. Kann ich schon, aber... Oh, der Blutkürbis ist ja fast aufgefressen. Ah, niedlich. Wie süß. Busch über Busch. Ich kann... Ja, ich sitze hier noch einen drauf. Da fehlt immer noch ein bisschen was, ne? Mögt ihr Bananenstauden? Also, ihr habt jedenfalls nichts dagegen, ne? Ha. Ja, der Tiger-Smiley, der ist niedlich. Papierblöcke. Oh, mag sie nicht? Nichts vom selben Kontinent. Ach, komm. Kommt sie halt wieder weg. Aber, Kontinent. Wo kommst du her? Königstiger. Hallo? Ich habe ihr halt nicht zugehört. Aber ich glaube, afrikanisch war es, ne? Ja, das passt schon. Aber Akazien waren ja nicht so geilo. Für die. Wikipedia. Gemäßig Tropen Graslandschaft. Asien war es. Alles klar. Gemäßig Tropen Graslandschaft. Also alles, was hier ist. Eine Stechpanne. Zack. Ja, jetzt wird's doch langsam. Auch schön. Zack. Zack. Ja, gleich gefällt's denen. Weißt du, einen Schrauch haben wir schon? Vogelnest. Ja, dass es schön wird, das muss ich noch ein bisschen üben. Ja, da hast du recht. Das ist richtiges Mikromanagement. Ah, ich gehe doch nicht pleite. Wo steht eigentlich mein Geld? Da unten. Guck mal, ich gehe nicht pleite. Ich bitte dich. Die würde ich gern umstellen. Bisschen hier hinpacken. Bisschen da hinpacken. So, Natur. Genau, was können wir euch... Eine Ulme. Stellen wir euch noch mitten hin. So, wo ist jetzt mein Tiger? Verschwunden. Verschwunden in der Graslandschaft. Ey. Schaut euch das an, der versteckt sich. Komm raus. Du legst dich jetzt nicht dahin. So. Wie sieht's aus? Brauchst noch ein bisschen was. Weißt du, was drauf? Weißt du, gibt noch andere. Ah. Zack.
Yay! Geschafft! Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist. Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Nein, ich lasse es nicht drauf ankommen. Gut, statten wir den blauen Pfauen einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Ich mag doch aber jetzt die Tiger. Na gut, ab zu den Pfauen. Hui. Da sind wir. Also dann, wähle einfach einen Pfau aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Ah, sieht ja lustig. Öffne den Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Okay. Die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Erwachsene, die brauchen mehr Erwachsene. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Ja, dieses sind ja nur zwei, kleine oder? Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Oh, 3 sogar. Na los. Du weißt ja, wie das geht. Natürlich, Nancy. So. Ja, damit. 1, 2 und 3. Gut gemacht. Perfekt. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Ja. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Ja, darf ich jetzt noch kurz? Ich warte noch kurz, bis die Pfauen da sind. Hier ist der Gehegeeingang. Da kommt doch bestimmt gleich ein Pfleger und bringt ein paar Kisten vorbei. Kommt schon einer gerannt? Oh, ich sehe gar keinen. Toll. Die wollen mich heute alle ärgern. Okay, dann auf zu den Schneeleoparden. Was ist da los? Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Und es ist du halt kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Oh, ist das süß. Oh, niedlich. Okay, ich soll Einwegspiegel. Na dann. Ja, wobei hier, wo der... hier ist die Rutsch. Ach, alles klar. Blub. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Ja. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Alles gut, Wolf. Sieht lustig aus. Okay. Heatmaps. Alles klar, hier ist es. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Ja, genau, da ist es. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt. Na, perfekt. Aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Okay, perfekt. Klimaanlage. Können wir die hier oben abstellen? Zack. Wird es jetzt gekühlt? Dauert es noch eine Weile? Ja, das dauert nur eine Weile. Okay, na perfekt. Dann platzieren wir hier noch eine. Hier drauf. Blub. Ja, jetzt. Das wird den freuen. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Ja, genau. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert.
Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Ich denke auch. Die hat noch viel zu viel Gras. Oh Moment, die Temperatur erstmal ausschalten. Zack. Du bekommst jetzt hier Schnee. Alles Schnee, meine Güte. Sehr gut. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im ganzen Zoo erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Natürlich. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Zoo? Ja. Wie du sehen kannst, wird in dieser Liste das Gesamtwohlbefinden der Tiere angezeigt. Wenn also etwas nicht stimmt, kannst du mit Hilfe der Schaltfläche finden, schnell beim Tier vorbeischauen. Gut, ich mach kurz Pause, während du dich um alle Tiere kümmerst. Endlich. Ich will zu Speedy. Kann ich da hin? Da. Sehr schön. Was hast du denn, Speedy? Wohlbefinden. Oh, Lebensqualität. Futterbeschäftigung für Spezies, okay. Da ist er. Ja, das schauen wir doch mal, was wir da machen können. Futter und Wasser. Klimaanlagen, okay. Finde ich auf jeden Fall schön, wie man das hier auswählen kann. Es gibt zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Und durch Spielzeug. Futterkäfig. Ja, genau, wie sollen denn die da hinkommen? Wasserleitung, Futterschüssel. Was haben die denn hier schon stehen? Futtertrockenmittel. Und eine große Wasserschüssel. Ja, komm, wir stellen hier mal einen großen hin. Okay. Speedy, ist es schon besser? Nein. Okay. Was ist das? Leidet unter Niedrigen. Ja, ja, da gucke ich gleich nach. Schön mal, ich will erstmal hier unseren. Futterbeschäftigung. Hä? Okay. Futterstellen. Futterplattform für den Baum. Miaut hier was? Oder machen Kinder komische Geräusche? Hat die mir das erklärt? Oh, wie komme ich bei Ark voran? Das ist eine gute Frage. Ich hatte jetzt diese Woche gar keine Zeit zum Spielen, würde ich euch ehrlich gesagt mal gestehen. Und ja, da bin ich mal... Ach, hier, alles klar. Da bin ich mal gespannt, was meine Base so sagt. Filter ab. Was seid ihr? Nein, ihr seid keine Felsen. Ihr seid... Regenschutzflächen, okay. Klumpen aus gefrorenen Früchten. Das ist doch was, oder? Ist das was, Leute? Das war schon mal was. Sehr schön. Und dann werde ich euch aber auch noch einen Hundeball mit hier reinstellen. So. Beschäftigung durch Spielzeug. Spielzeug bekommt ihr natürlich auch. Ein Sprinkler. Ist natürlich was Cooles. Blockiert. Ist der ins Wasser? Kräuterwitterung. Ja, perfekt. Jetzt haben wir es. Oh. Stabiler Rückzugsort. Für die Riesenschildkröte. Da haben die noch nichts, okay? Echt? So macht ein V? Das klingt ein bisschen wie Miau. Okay, die haben zwar hier so ein Nest. Passt das hier? Vielleicht?
denke, ne? Zack. Nicht? Muss der größer sein? Ich kann euch auch einen größeren bauen. Ah, okay. Schlafmöglichkeiten. Was haben wir da? Groß. Mittel? Klein? Groß? Extra groß. Ja, nehmen wir extra groß. Entschuldigung. Ihr bekommt den extra großen. Zack. Schon besser? Und jetzt brauchen wir noch einen. Vielleicht bauen wir auch hier einen Rückzugsort hin. Alles klar, Wolf. Schön, dass du da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Metall. Oh Gott, ist der groß. Vielleicht doch so eine. Ja, okay, da ist die Spendenbüchse. Da wäre es vielleicht nicht so toll, ne? Dann vielleicht doch eher hier. Zack. Das reicht nicht für alle Tiere. Okay, dann müssen wir einfach doch ein bisschen größer machen. Kommen die da hier drauf? Oh, wo ist denn jetzt mein Tier wieder hin? Hier, Kollegen. Okay. Dann machen wir vielleicht hier mal noch was blickdicht, oder? Würde ich sagen. Barrieren. Barrieren. Hier. Oh. Ich kann doch nicht das Ganze jetzt hier blickdicht machen. Das ist auch doof. Okay, aber ich könnte noch so einen Rückzugsort bauen. Theoretisch. Schlafmöglichkeiten, Rückzugsort. Lass uns mal noch so einen kleinen bauen. Okay, nehmen wir den noch. So. Nehmen wir so, dass die Zuschauer nicht unbedingt reingucken können. Also die Touri ist da. So. Und, wie sieht's jetzt aus? Einwandfrei. Okay, jetzt können wir hier schauen. Nein, hier war doch... Okay, dann mache ich nichts mit hier. Gehe ich jetzt auf Zoo. Und schau mal, wo das nächste Problem ist. Okay. Gehen wir mal zu den Steppenzebras. So, was denn bei euch los? Da ist ja einiges los. Gelände. Oh Gott. Gelände. Was braucht ihr denn? Mehr kurzes Gras, weniger Erde und mehr langes Gras. Das kriegen wir doch hin. So, machen wir das hier ein bisschen kurz. Ja, nehmen wir mal ein bisschen kurzes Gras. So, dass das dann gerade so in dem Bereich ist. Ich weiß auch nicht, die Giraffen, die sind ja damit drin. Aber ich denke, die werden auch langes Gras so ein bisschen mit bevorzugen, ne? So. Komm, das sieht doch gut aus. Ja doch, mir macht Spaß, muss ich sagen. So. Und jetzt bekommt ihr hier noch ganz viel langes Gras. Zack, da könnt ihr dann hier rumtollen. Ich finde es schade, dass man jetzt so keinen optischen Unterschied sieht. Moment, ich mach mal hier. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ja, doch. Also ein bisschen sieht man es schon. Muss man aber nah rangehen. Also, klar. Jetzt habe ich wieder zu wenig kurzes Gras. Bin ich wahrscheinlich da reingekommen in den Bereich. Aber keine Sorge, ich lasse mir doch noch eine braune Fläche. Und da wird dann noch kurzes Gras mit eingefügt. So. Sehr schön. Wie schläft dort jemand? Ja, die Giraffe schläft. Okay, dann hätten wir jetzt das lange Gras. Und dann machen wir hier das kurze Gras wieder ein bisschen. Ja, perfekt. Es ist halt immer noch zu viel Erde.
Deshalb können wir hier ruhig noch ein bisschen Gras draus machen. Ganz schön viele Bäume. So, sehr schön. Da ist einer mal zu euphorisch mit dem Rasenmäher gewesen wahrscheinlich. So. Na, jetzt sieht's doch gut aus, oder? Sehr schön. Was hast du jetzt denn noch für Probleme? Pflanzen, was brauchst du denn? Pflanzen im Gehege. Du brauchst nur was aus Afrika? Okay, Buchen sind gar nicht so deins. Na dann. Nehmen wir das mal weg. Und schnappen wir uns mal ein paar Buchen. Du bist auch eine Buche, ne? Ja. Nicht übel, gar nicht übel. Oh. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Coole Sache. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Oh, was? Echt jetzt? Geht's euch denn klingt gut? Als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen, Ja. Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Oh, nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles. Aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Na dann. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Oh, ich mag die Löwen. So, und jetzt? Bernie? Pass? Ich soll das zu einem anderen zu. Irgendwie. So, Übersicht. Goodwin House. Genau, das ist nur... Nein, nicht das Wesentliche. Oh, cool. Da kann man so die Infos über alle Tiere abrufen. Das ist natürlich toll. Na dann, darf ich jetzt weitermachen irgendwo? Spieler auf Besuch. Ziele, genau. Die habe ich jetzt alle geschafft. Sehr schön. Und jetzt? Jetzt, wenn ich Nancy brauche, ist sie nicht da. Nancy. Einrichtungen. Oh Gott, hier kann ich ja alles bauen. Das ist natürlich verrückt. So, hier kann ich speichern. Nee, ich kann auch erstmal hier noch ein paar Tiere glücklich machen, oder? So. Bin so super duper glücklich, waren die Zebras noch nicht. Zack. Genau, immer noch zu wenig Beschäftigung. Bonus mit anderen Arten. Lebensqualität, Futterbeschäftigung. Aber habe ich doch versucht? Ich habe doch schon was reingebastelt. Schaut mal, das bringt überhaupt nichts. Beschäftigung durch. Spielzeug. Da ich ein bisschen Spielzeug mit rein. Bringt auch nichts. Hey! Ich glaube, die ärgern mich jetzt. Es wird nicht besser. Versand fertig. Verschick hier keine Tiere. So, sehr schön. Dann möchte ich jetzt irgendwie in Bernies anderen Zoo. Vielleicht was doch hier. Nein. Übersicht. Management, beste Bedürfnisse. Oh, was ist denn hier los? Oh, was hast du denn? So
Sozialverhalten. Stress. Ah, du hast kein Rückzugsort, oder? Warum hast du Stress? Sozialverhalten. Ja, das ist nicht klar. Ist der jetzt gerade auf den Baum geklettert und alles ist wieder gut? Ah, der braucht mehr Möglichkeiten, um sich zu verstecken wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Lass mal schauen, was wir da machen können. So. Zack, Filter. Kontinent. Asien. Okay. Dann lass mal sehen, ob wir noch ein paar Kletterbäume oder sowas. Nase. Wie süß. Ich würde eigentlich wirklich gern hier so ein paar Bäume für den Stück fahren. Guck mal. Ich will es hier mit hinpacken. Oder? Und dann geht's schon wieder gut. Na dann. Schauen wir ihn uns nochmal an. Zack. Ja, ich hätte nicht zumachen müssen. Zack. Jetzt schläft er. Oder sie. Schaut euch mal den flauschigen Schwanz hier an. Das ist doch voll niedlich. Okay, dann geht's ihm also wieder gut. Ihm, ihr. Ihr wisst, was ich meine. Bei den Zebras kann ich gerade nicht viel machen. Keine Ahnung warum. Nee, alles gut. Ich suche eigentlich immer noch, wie ich in den anderen Zoo komme. Die hat gesagt, ich soll in den anderen Zoo. Aber da komme ich nicht rein. Zu wenig Beschäftigung. Ja. Nee. Gehege. Ach so, weil das... Ach, na alles klar. Ich hatte noch den Filter ausgewählt. Da muss man natürlich aufpassen. Das ist dann logisch, dass die hier immer noch zu wenig Beschäftigung haben. Ja, damit... Ja, mit dem Würfel. Mit dem Würfel. Komm ich den halt nicht. Zack. Alles klar. Elefanten oder Affen? Ist natürlich auch nicht schlecht. So, Moment, was seid ihr jetzt? Netzgiraffe. Ah, Netzgiraffe. So, sehr schön. Ja, da können wir euch doch hier was hinbauen. Plupp. Und schon steigt das Wohlbefinden. So, dann noch ein bisschen Spielzeug und Reibesäule. Guck mal. Ist das nicht schön? Sehr gut. Und ihr natürlich noch. Was ist denn? Steppenzebra. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Oh, du magst auch die Reibesäule. Ja, das ist schon mal perfekt. So. Guck mal. Ich habe hier so viel für euch. Zack. Ja, jetzt sieht es doch gut aus. Perfekt. Okay. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich komme ja hier gar nicht irgendwo. Es ist auch nichts markiert. Nancy hält ihre Klappe. Ist ja gar nicht so schlecht. Zueingang. Wunderschön. Okay. Aber das sagt mir jetzt noch nicht, wo ich hin soll. Einrichtungen. Infozentrum. Außer das Tutorial ist jetzt abgeschlossen und ich kann machen, was ich will. Das weiß ich nicht. Was ist das? Nix. Gelände? Auswahl? Nee. Auch nicht. Hat irgendjemand aufgepasst? Die hat ja nur gesagt, ich soll meinen Pass nehmen und in einen anderen Zoo gehen.
kriegt man halt nichts gerade. So ein Gang. Hallo? Ja, dann würde ich mal fast sagen, speichern und dann machen wir hier, weil die Ziele habe ich ja wirklich alles abgeschlossen. Dann könnten wir doch irgendwo hier weitermachen. Ich bin ja im Karrieremodus. Dann müssten wir hier irgendwo weitermachen können. So, Übersicht. Darlehen, Zufriedenheit, bla bla bla, das ist alles super. Durst haben alle. Ja, es ist natürlich sehr gut, dass Lindsay still ist. Aber irgendwie... Oh! Afrikanischer Strauß erwartet Nachwuchs. Cool. Coole Sache. Legst dann ein Ei und dann haben wir hier noch mehr. Sehr süß. Ja gut, dann kümmern wir uns mal hier einfach... nenne ich Mitarbeiter, Gästeeinrichtungen. Es hieß, die Leute haben Durst. Die Leute bekommen natürlich was. Mische, Energy, Slush. Yo, ist es groß. Okay, gibt es hier irgendwo einen Platz? Oder darf ich das gar nicht machen? Oder muss es am Rand manchmal irgendwo platziert werden? Hier ist ja aber auch alles total voll gebaut. Ah ja. Hier könnte man das theoretisch. Da ist aber eine Hecke dazwischen. Dann müsste ich wahrscheinlich das hier alles erstmal. Ist das ein Gehege? Nee. Das erstmal entfernen. Und dann packen wir hier mal ein bisschen was hin. Damit die Leute auch was zu trinken haben, was zu essen haben. Zack. Perfekt. Imbissstände. Hotdog. Hotdogs sind, denke ich, immer gut. Passt anscheinend auch hin. Cool. Hey, jetzt ist er weg. So, dann zeigt er nochmal hier zur Übersicht. Hier, Mitarbeiter. Die haben immer noch Durst. Ich fahre doch nicht in den Zoo, nur um mir Mitarbeiter... Ach, gar nicht wahr. Ich habe hier gar nichts weiter für die Mitarbeiter gebaut, okay? Oh, du hast Hunger. Ja, wo ist es denn? Kamera. Du schläfst. Wollte ich dir nur mal sagen. Aber okay, wir sind in dem Gehege drin. Ernährung. Versorgung. Wie kann ich die Versorgung ankoppeln? Tierpflege erforderlich. Gut. Dann, ich kann ja hier nur Tierhandel. Ich kann hier keine Pflege einstellen. Das ist ja gemein. Oder sollte ich hier vielleicht noch... Hier ist doch... Aber da kann nur einmal Futter zubereitet werden. Stimmt, das hatte die gute Dame doch gesagt. Einrichtungen. Wo waren die Mitarbeiter? Tierpflegerhütte. Aha, da gibt es dann noch den Unterschied. Afrikanisch. Was bist du? Afrika, ja. Ja, dann passt es doch. Dann sollten wir das vielleicht durch eine größere austauschen. Komm mal weg. Oh. Die ist natürlich jetzt sehr groß. Das ist von. Anscheinend. Nee, das ist von. So. Terrainbearbeitung. Fehlgeschlagen. Okay, warum? Das war doch gerade... Habe ich irgendwas... Hallo? Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich ein neues Spiel beginnen muss. Das ist natürlich sehr, sehr gut möglich. So, jetzt steht sie so.
Das ist ja aber falsch. Bewegen. So rum. Darf ich nicht. Ach komm. Okay, das ist so eine kleine Macke, muss ich sagen, im Spiel. Jetzt. So. Dann müsste es ihm doch eigentlich auch gleich besser gehen, oder? Sozial. Ah, du brauchst neue Tiermarkt. Art. Nein, nicht jede Art. Sondern ein Flusspferd. Oh, es ist gar nicht geordnet. Nicht wirklich. Ah, Flusspferd. Ja, sehr schön. Okay. Aufnehmen. Warum sind die jetzt rot? So, zack. Verschieben und du kommst mit hier rein. So, perfekt. Vielleicht hilft das ja auch schon. Da ist ein Tierpfleger. Das ist natürlich nicht schlecht. Also wie gesagt, man könnte jetzt hier wahrscheinlich noch ewig spielen, aber ich denke auch, du hast recht, Legende. Ich speichere mir den trotzdem mal. Als Goodwin House. So, und jetzt gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und schauen mal, ob wir da jetzt was anderes auswählen können oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, genau. Das sind... Ich lebe eine Karriere in der... Okay, dann würde ich mal sagen... Baut so's offline? Ne, lass mal Franchise machen. Willkommen bei deinem Franchise. Keine Sorge, wenn deine... Oh Gott. The Maxis... Tierwelt. Yay. Ich bin bereit. Okay. Ich habe was bekommen. Ich habe 100 Blätter bekommen. Neuer Zoo. Oh, ist eigentlich relativ egal, was in welchem Biom. Okay. Das ist natürlich gut zu wissen. Gemäßigt. Wo wollen wir uns hinbegeben? Graslandschaft. Ja, bauen wir einen Zoo in Afrika, oder? The Maxi Afrika? The Maxi Goes Afrika. Und erstellen. Tada! Ja, wir werden mal sehen, wo uns das jetzt hinführt, Legende. Oh! Das ist natürlich nicht schlecht. Hier rundherum ist gar nichts. Ist das der Eingang? Okay. Ich habe jetzt schon Afrika genommen. Ich brauche eine Tierpflegehütte. Ich brauche mehrere. So, zeig mal an. Was ist denn hier? Tja, dann würde ich mal sagen, bauen wir mal. Oh Gott, da kannst du ja hier alles Mögliche bauen. Das ist natürlich echt krass. Also hier sind wir wirklich in dem Tool, wo wir alles bauen können. Holy. Also ihr seht, da kann man echt sehr viel machen. Ich kann ja mal schauen, ob ich es noch wechseln kann, Legende. Gehegetierkarten aufnehmen. Affenzirkus, okay. Ich kann ja auch mehrere aufbauen. Alles klar, Obereule. Viel Erfolg dabei, ne? So, speichern und zurück zum Hauptmenü. Eigentlich nicht. Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung, eigentlich würde ich den in die Richtung aufbauen wollen, ne? Bauplan.
Das ist echt heftig. Hier ist gar nichts. Ich habe gedacht, dass da wenigstens schon so eine kleine Umrandung ist. Ich mache erstmal hier ein paar Bäume weg, aber hier... Ah, da können wir sogar reinschauen. Das ist natürlich cool. Okay, das ist eigentlich nur ein kleines Haus. Ah, hier geht's rein. Genau. Sehr gut. Dann habe ich doch jetzt schon mal... Wow, Baupläne. Ach so, okay. Das kann ich ja also... Meine Baupläne sind nur schon vorgefertigt. Holzrückzugsort, das sind aber größtenteils Rückzugsorte Tierpraxis. Ja, baut euch mal ein Zoo auf. Das wird heftig. Ja, ich bin vollkommen überfordert. Das kannst du laut sagen. Wandelemente. Okay. Ich glaube trotzdem, hier die Bäume. Ach, die gehören nicht dazu. Ah, jetzt sehe ich hier auch meine Linie. So ganz blass. Okay. Ja, dann kann ich ja da schon mal was aufbauen. Säulen, Bögen, Struktur, Dächer, Wanddekor. Oh mein Gott. Zack. Oder wir machen Herausforderungen. Denn das ist zwar cool, wenn man halt jetzt viel Zeit hat, aber ich glaube jetzt für einen Livestream... Lass uns da mal lieber... Szenario. Oh, cool. Du hattest vorhin gesagt Affen, ne? Zu erstellen. Ja, nur 40.000 Dollar. Nein, wir machen jetzt ganz ruhig. Wir machen hier ein paar Herausforderungen. Ich muss ja das Spiel selbst erstmal ein bisschen kennenlernen. So... Okay. Ah, gekocht ist schon. Na, dann ist doch perfekt, Eule. So, Herausforderung. Erhöhe die Bildungswert zur Tierart. Okay. Antileani-Iguana. Alles klar. Sehr schön. Neues Tier und so. Nee, das war das, was ich... Okay. Wunderbar, ich brauche ein Forschungszentrum. Na dann brauche ich mal ein Forschungszentrum. Einrichtungen. Mitarbeiter. Handelszentrum Tierpraxis. Werkstatt. Forschungszentrum. Das gefällt mir schon mal, wenn hier ein bisschen was fertig ist. Okay, ich muss mich mal kurz hier orientieren. Wo geht's hier rein? Wo kommen die Leute alle her? Von da wahrscheinlich. Okay. Dann haben wir hier Gehege. Ja, gut, damit die Leute das vielleicht nicht so mitbekommen, könnten wir das Forschungszentrum hier unten machen. Allerdings muss es, glaube ich, auch an den Weg angeschlossen sein. Meiner Meinung nach. Irgendwie kriegen wir das schon raus. Ich stelle mich hin. Blub. Forschungszentrum. Hat keinen Strom. Das ist klar. So. Okay. Perfekt. Da haben wir schon gesehen, wo jetzt noch ein paar Travos sind. Stellen wir direkt daneben ein. Perfekt. Jetzt ist es aber trotzdem noch nicht angebunden an irgendwas. So. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier alles? Oh. Stromquelle nicht zugänglich. Ja, ich brauche einen Weg. Das war mir fast klar. Genau, und das muss jetzt hier irgendwie verbunden werden. Warteschlange, Mitarbeiterwege. Okay. Lass uns das mal... Ja, richtig. Hier brauchen wir auf jeden Fall... Zack.
Irgendwie muss ich da hochkommen. Tunnelweg schützen mit Bordstein. Für alles. Aber das ist nur der Boden, den ich auch nicht. Ich muss ja dann hier hochgehen. Kann ich hier vielleicht eine Brücke? Schilder, Beleuchtung mit besiedelten Mittelpunkt der Kunstform. Architektur. Ne, Wege sind wirklich hier. Okay. Ja, Mitarbeiterweg ist ja logisch. Winkelausrichtung. Okay. Kann ich den jetzt irgendwie... Die müssen doch auch Treppen gebaut haben, oder? Höhe anpassen. Ah! Na Mensch, gestern benutzen wir Fortbewegung. Umschalten und hoch runter. Ah. Das ist natürlich... Warum ist das blockiert? Muss ich eher schon hoch? Kann natürlich sein. Ja, aber das kriegen wir noch hin, Freunde. Moment, Moment. Lass mich hier mal... Weg damit. Der Baum, der stirbt gerade ein bisschen. Ich kann den Baum nicht wegmachen. Och, komm schon. Ich will den Weg nicht ab. So, hier schön rum. Komm hier rum. Okay, und jetzt eigentlich hoch. Ey Leute, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Oder wie man vielleicht denkt. Hier einen ordentlichen Weg zu zimmern. Hey, hallo? Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe einen Weg weggenommen. Oh, das ist natürlich gut. So, und jetzt brauchen wir das. Kann ich den jetzt nicht mehr verbinden? Warum kann ich den jetzt nicht mehr verbinden? Was ist da denn schiefgegangen? Aber das müsste man doch... Ach, weil das... Das ist jetzt zu hoch. Moment. Runter zu. Ist aber trotzdem nicht verbunden gerade. Boah, ist das ein Gefummel hier. Und ich bin auch mitten im Baum drin. Ja, weg. Weg, weg, weg. So. Nee, das geht. Aber das ist dieselbe Höhe. Und es funktioniert nicht. Alles klar, bis gleich, Legende. Okay, das habe ich schon mal soweit verbunden. Das können wir jetzt auch verbinden. Sehr gut. Was ist das hier eigentlich? Eine Solarstation. Oh, was habe ich da denn gebaut? Weg damit. Ja, wunderschön, dass das hier funktioniert. Aber so wirklich? Wenn ich die Bäume hier mal ein bisschen wegmachen könnte. Ich hänge mich jetzt hier echt an so einem Weg auf, ne? Ne, runterbauen kann ich auch nicht wieder. Ich kann zwar hier das eine hochbauen. Aber dann nicht wieder runter. Verbind's doch bitte einfach. Sehr schön. Ich hab's kaputt gemacht. Das, was hier so schön gebaut war, habe ich kaputt gemacht. Okay, wir können. Ja, wir können ja alles rückgängig machen. Ja. Genau, da haben wir jetzt wieder hier.
Vielleicht hätte ich es auch einfach irgendwie dort ansetzen sollen. Das könnte ich auch machen. Ich gehe erstmal aus dem Wegedings raus. Kann man es hier irgendwo ranbauen? Hier steht ja überall was. Es ist ja nicht mal so, dass hier nichts steht. Naja, jetzt brauche ich wieder ein Forschungszentrum. Ist mir klar. Ich muss erstmal den Zoo hier richtig erforschen. Das ist kein Gehege hier. So wie es aussieht. Jedenfalls sehe ich hier nichts drin. Dann könnte ich das natürlich auch hier mit reinbauen. Nein. Einrichtungen. Forschungszentrum. Könnte man theoretisch, wenn ich das hier mit hinpacke. Und dann schaue ich mal, ob ich hier irgendwie den Weg dahin bekomme. Wasseraufbereitung. Ah, das gehört alles zusammen. Irgendwie bekomme ich den Weg dahin. Dahin auf jeden Fall. So. Zack. Wege. Mitarbeiterweg. Gelände ist zu uneben zum Platzieren. Ihr wollt mich doch hier alle veralbern. Bewegen. Das ist echt gar nicht mal so gut gebaut hier. Das ist halt total uneben alles. Ach, ich kann mich hinsetzen. Hallo? Kann ich? Würde so halb gehen. Ja. Na, perfekt. Puh, okay. Was war jetzt hier? Kämpfe. Wegen inkorrektem Geschlechtsverhalten. Okay. Ja, erzähl mal, wo bist du? Oh, ne, Ohren. Sind das hier allgemein die? Ja, sieht so aus. Und kann ich da jetzt was machen? Scheint nicht so. Oh, wie niedlich. Das ist ein kleiner. Oh. Ich finde die immer süß. Also bei den Affen im Zoo, muss ich sagen, da kann ich ewig zuschauen. Okay, aber ich habe jetzt hier nirgends, dass irgendeiner aggressiv wäre. Kämpft hier jemand? Ich kann natürlich einfach mal inkorrekten. Du bist männlich. Du auch. Soll ich da einfach mal ein Weibchen noch reinsetzen? Könnte ich machen. Zack. Dann suchen wir uns jetzt den Borneo-Orang-Utan. Haben wir nichts. Okay, dann könnten wir einen, den hier zum Beispiel, verlegen. Oder einlagern. So. Dann sollte das ja theoretisch gelöst sein, das Problem. Okay. Gehegetierarten aufnehmen. Zur Herausforderung. Nimm zwei verschiedene Gehegetierarten auf. Okay. Das ist natürlich Tierhandel. Oh, was war das? Da kam gerade wieder irgendwas. Eigentlich muss ich ja hier nur. Ich brauche nicht jede Tierart. Aber hier ist ja eher so der Affenstall. Gar nicht mal so einfach. Hier steht halt keine Erklärung. Könnte ich ja mal. Einfach das Gehege. Gehegeeingang. Man hat ja hier die Erklärungen dazu. Okay, Übersicht. Vielleicht dann doch eher Tiere. Gehege. Tieraufnahme.
Genau. Diese Handelszentrum, sogar dein Handelszentrum. Ja, Papa. Okay. Dann soll ich hier also neue Tierarten aufnehmen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Was haben wir denn hier? Ach, das ist alles da. Und wie groß ist der Zoo? Hier könnte ich theoretisch noch was hinbauen. Das stimmt. Okay. Wäre eine Möglichkeit. Dann, ups, da bin ich ans Mikro gekommen. Gehege. Ja gut, da brauchen wir erstmal hier Barrieren. Maschendraht. Hier ist eigentlich alles mit Maschendraht, richtig? Sieht so aus. Ich will nach da. Ich möchte gern hier so ein bisschen verbinden. Genau. So. Okay, da brauchen wir aber sowieso hier. Eigentlich müssten wir hier einen Weg drumherum machen. Zack. Aber kein Mitarbeiterweg. Da steht doch da Mitarbeiterweg, richtig? Hier sind die Leute, da sind die Toiletten. Genau, da ist noch normal alles. Und hier sind ganz normale... Genau, hier gehen die Treppen ganz normal runter. Wege. Fischgrätenmuster. Muster Holz. Hier ist eigentlich alles aus Holz gemacht. Genau, dann machen wir hier erstmal schön rundrum einen Weg. Ich würde es jetzt auch mal nicht unbedingt uneben machen wollen. Also, dass ich hier Brücken oder so einen Spaß baue. Sondern die können hier ja ganz gechillt. Okay. Beziehungsweise hier könnte ich eine Brücke hoch dann machen. Weil da ist ja ein... Oder ich verbinde es einfach mit dem Mitarbeiterweg. Zack. Du bist jetzt kein Mitarbeiterweg mehr. Die können ja hier trotzdem langlaufen, oder? Geht hier eine Treppe hoch? Ich will es ja nur verbinden irgendwie. Okay, das mit dem Verbinden, das habe ich jetzt noch nicht so raus. Die Treppe war mir aber auch gerade ein bisschen hoch. Okay. Ja, oder so. Ich mache halt hier so eine Treppe runter. Genau. Zack. Komm. Okay. Das muss dann also wieder ein bisschen hoch. Ja, das bringt ja gar nichts. Ah. Ja, Freunde. Ich wusste doch, irgendwie klappt das, genau. Jetzt haben wir hier die Wege und dann können wir hier eigentlich ein Gehege bauen. Willkommen zurück, Legende. Ich würde aber das hier mal gerne ein bisschen absenken. Das ist alles so... Oh. Kann ich das allgemein... Ah, jetzt ist es so hügelig. Ich würde es einfach nur... Oh, kletten. Kletten? Funktioniert das? Oberfläche auf Fundamenthöhe. Das kann man natürlich machen. Ah, das flacht aber nicht ab. Nicht wirklich jedenfalls. Hier steigt es eher noch an. Okay. Aufrauen, meißeln. Drücken. Ja, das... Da muss man sich, denke ich, erst reinfritzen. Hier in diese ganze Gehege-Problematik.
Okay, kann ich das hier einfach drücken? Ich habe zum Glück, schaut mal, ich habe ein bisschen mehr Geld als vorne, als ich meinen Zoo komplett neu aufbauen sollte. Dann machen wir noch ein bisschen zurück. Dann lassen wir vielleicht das Gelände einfach so, wie es vorher war. Ja, seht ihr, da habe ich schon ganz schön viel Rotz gemacht gehabt. Okay. Weiter zurück geht's nicht. Egal, wir bauen jetzt erstmal hier innen schönen Maschendraht. So. Fangen wir hier mal an. Wobei hier kann eigentlich Mauer sein. Hier kann Mauer sein, das ist kein Ding. Und hier könnten wir dann schon so langsam zum Maschendraht wechseln. So. Bauen wir hier erstmal schön ein neues Gehege. Was da reinkommt, weiß ich noch nicht. Aber irgendwas Schönes wird es schon werden. So. Ja, sehr schön. Zack. Zack. Perfekt, oder? Und jetzt hier noch verbinden. Super. Jetzt schaue ich trotzdem noch mal an, was wir hier alles an Tieren haben. Oh, wie niedlich. Okay, wir haben schon sehr süße Tiere mit dabei. Sehr schön. Dann hätten wir jetzt hier eine Art Gehege fertig. Wir schauen mal. Strauße können wir eigentlich noch... Warum ist da ein Ausrufezeichen? Dieses Tier wird gegen Bargeld adoptiert. Es kann nicht freigelassen werden. Okay. Oh, die sind ja Wildhunde. Ja, warum nicht? Wildhunde sind doch voll süß. Okay, aufnehmen. Komm her mit dir. Okay. Ja, her damit. Denn ich will ja schon dann zwei haben. Schildkröten. Ich mache jetzt mal die Wildhunde. Okay, was ist hier? Solarmodul, Stromquelle versagt. Oh, was ist da los? Dann würde ich mal sagen, funktionieren erst, wenn die im Strom, deshalb funktioniert Strom, also richtig. Kann ich da, warum kann ich keinen Kuchen berufen? Na, wundervoll. Und da kann ich jetzt nichts machen. Irgendwie scheinbar nicht. Moment, Solarmodule. Gäste erkennen, nutzen, reagieren neutral, Effizienz. Steht da irgendwas? Sobald die Effizienz 50% sinkt, der wirksame Radius. Aber ich kann es auch nicht abreißen. Fällt sie komplett aus der Zone, benötigt keine Wartung und... Ja, schön. Das heißt, ich müsste hier jetzt eigentlich... ...einen Trafo hinbauen. Also einen Transformator. Aber so uneigentlich... Ja, ich hätte gar keinen Strom mehr. Versagen die gerade alle? Das will mich doch ärgern, das Spiel, oder? Ja, schön. Unterhaltungsfreundlich. Ich kann keinen Techniker rufen. Abreißen kann ich sie auch nicht. Wunderschön. Das heißt, ich müsste eigentlich an den Orten jetzt was Neues bauen. Moment. Ach, hier kommen die ja lang, ne? Aber das wäre halt schon cool, wenn ich die hier irgendwie... dann abreisen könnte. Ich kann ihn nicht bewegen, ich kann ja gar nichts damit machen. Ja, genau, oh Beule. Ich sing's jetzt aber mal nicht. Solarmodul. Ja, wunderschön. Okay, ich kann ja gar nichts damit machen. Vielleicht, weil es direkt eine Herausforderung ist.
Muss ich halt dann echt schauen, dass ich hier irgendwo jetzt Strom hinbekomme. Das ist ja alles versorgt. Dann ist es ja erstmal kein Ding. Dann muss ich mein Gehege hier noch mit Strom versorgen. Da könnte ich... Wenn ich das da drüber baue, was ist das eigentlich? Okay, da könnte man theoretisch auch noch ein Gehege dann hinbauen. Aber ich habe ja hier meine zwei theoretisch. Oder ich baue hier hinten in den Wald. Baue ich das Solarmodul. Also alles gar nicht so einfach. So, na dann werden wir hier mal noch... Ich würde gern einen Mitarbeiterweg abzweigen lassen. Geht das? Ja. Okay. Wenn wir den nämlich hier hinter zu abzweigen, dann könnte ich doch da in die Einrichtungen theoretisch Strom hinbauen. Oder? Was fehlt denn hier jetzt noch? Blockiert. Wunderschön. Warum ist das blockiert? Hallo? Blockiert. Steht nur da. Nicht warum, wieso, weshalb. Nur blockiert. Brauche ich dafür irgendwas? Winkelausrichtung. Gelände abflachen. Klicke auf ein... Okay. So. Da ist der Eingang. Terrainbearbeitung fehlgeschlagen. Suarez José, hallo, wie geht's dir? Hier, die versagen gerade alle, diese ganzen Solarmodule. Bringt mir ja aber gerade nichts. Wunderschön. Wobei eigentlich... Wow, oh mein Gott. Das ist ja echt krass. So, wenn ich das so mache... Könnte das doch dann funktionieren, oder? Wir probieren es mal. Es ist ja eigentlich jetzt schön abgeflacht. Ich darf es aber nicht bauen. Boah, was versagt denn jetzt hier alles? Was zur Hölle? Warum? Ich verstehe es nicht. Stromquelle versagt. Er baut doch halt nicht so einen Rotz. Baut nicht so einen Rotz hin, dann versagt da auch nichts. Okay, und es wäre halt auch schön, wenn ich das bauen könnte. Kann ich das halt eigentlich irgendwo bauen? Ah, da könnte ich es hinbauen. Oh, echt jetzt? Tja, gut, ne? Dann sollte ich hier mal... Da darf ich es nicht... Ach, weil das echt zu flach ist. Dann sollten wir... Aber ich habe doch das Gelände auf Fundamenthöhe eigentlich gebracht. Lass mal sehen, wenn ich das hier so ein bisschen baue. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass man sich da jetzt so richtig reinschützen muss. Okay. Dann hätten wir das ja geschafft. Hier haben wir schon mal wieder Strom. Das ist alles mit Strom versorgt. Dann muss ich hier trotzdem... Wobei, vielleicht brauche ich hier nicht mal Strom. Das wird sich dann zeigen. Okay. So, dann... Schauen wir mal. Okay, was brauchst du alles? Ich mach mal Pause. Ich würde halt hier gern sehen, wie hoch der das Gehege braucht. Kann nicht freigelassen. Ich will es ja auch nicht freilassen. Lebenserwartung, Fruchtbarkeit, bla bla bla. Ungültiger Zielort. Weil... Okay, da... Nee, nicht hier, sondern hier. Das ist dann dieser Windhund.
Okay, da sehen wir, wo die leben. Natürlicher Lebensraum Afrika. Artendaten. Okay. Das bringt mich jetzt hier nicht weiter. Das Allgemeine auch nicht. Minimale Gehegevoraussetzungen. Okay. Kletteranforderungen. Vielleicht ist es zu klein. Wie groß ist das Gehege? Kann ich gerade nicht... Sehe ich hier irgendwo, wie groß das Gehege ist? Hat mir das die gute Nancy erklärt? Lass mal sehen. Ey! Nee, hat sie mir nicht erklärt. Da kann ich jetzt aber auch... Ja, dann wird es wohl oder übel zu klein sein. So, gut, dann kann ich das halt, mache ich das komplett als Gehege. Was anderes wird mir nicht übrig bleiben. Genau, nehmen wir wieder Holz. Ja, da geht dieser Weg zum Transformator. Zack. Okay. Halt. Wo bin ich denn? Ja, da war es doch gerade. Komm. Ja. Siehst doch. Jetzt geht's halt durch die Bäume durch. Das finde ich halt echt eigenartig, dass ich die Bäume nicht irgendwie verschieben kann. Das ist doch mein Zoo. Mein Zoo, meine Bäume. Ich würde sie ja auch wieder aufbauen, so ist es doch nicht. Komm, hoch. Hier kann ich nur hoch. Warum nicht hier? Gelände. Ein bisschen drücken. Okay, das sieht echt doof aus. Ah, die Bäume. Ja, jetzt sehe ich hier besser. Es muss ein bisschen abgeflacht werden hier alles. So. Und jetzt schauen wir mal. Ich gehe mal weg. Ich gehe auch mal weg. So. Müssen wir doch hier irgendwo lang kommen. Ist das echt nur wegen dem hier? Das ist so eine Art. Ist das ein Stein? Was ist denn hier los? Ah. So, irgendwie hat das gewirkt, ja. Ja, die Musik ist echt richtig chillig. Ja, die Treppen, wenn ich mit Umschalttaste, dann kann ich da auch Treppen bauen. Ich bin nur gerade noch hier an der Selbstfindung. Das ist gerade so meine Selbstfindungsphase. So. Hoch. Ja. Runter. Ja, genau. So, jetzt wird das hier. Jetzt wird hier ein Schuh draus. Okay. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen drehen. So, und das hier machen wir nämlich weg. Denn dann wird das hier komplett, das Gehege. Brauche ich allerdings noch Maschendraht zum. So. Genau, ihr seid. Du bist ein schöner Weg. So. Und du auch. Perfekt. Die Wege habe ich jetzt schon mal fertig. Und. Zack. Da können wir hier die mal noch ein bisschen wegbauen. Puh, Jelle von Kennel? Was hast du verpasst? Wir haben erstmal das Tutorial gemacht. Und jetzt bin ich gerade in einer Herausforderung drin.
da versuche ich gerade mich reinzufitzen, wie das hier alles am besten funktioniert. Ja, mit dem Gelände kämpfe ich. Da hast du recht, Obereule. Zack. Aber ich hoffe, das Gelände ist dann groß genug für die Hundis. Und dann muss ich echt mal schauen, weil der Strom ist ja teilweise ausgefallen. Da muss ich mal nachschauen. Zack, zack, zack. So. Also ich habe jetzt ein riesengroßes Gelände. Finde ich. Jetzt will ich die einfach mal... Immer noch nicht. Ah, dann zeig mir doch mal bitte an, warum. Warum ist es ein ungültiger Zielort? Das fehlt mir hier ein bisschen. Warum, wieso, weshalb? Dich kann ich genauso wenig reinsetzen. Was gefällt dir an dem Zielort nicht? Kevin, guten Morgen. Schön, dass du auch noch reinschaust. So die letzten paar Minuten. Warum? Hab da jetzt so schön gebaut. Wir können ja mal schauen, ob wir noch irgendwie andere super-duper Tiere. Blauer Pfau. Und für die Schildkröten sollte es doch eigentlich... Die haben wir schon. Haben wir solche Affen schon? Tiere. Ja, haben wir. Okay. Dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Erdferkel. Gabelbock. Oh, Geparden. Geparden sind natürlich voll süß. Entweder mein Internet spackt gerade rum. Okay. Mein Internet ist eigentlich da. Okay, theoretisch müsste alles wieder funktionieren. So, Giraffe. Die ist halt auch. Hier ist Tiere in der Wildnis freilassen. Okay, dafür bekomme ich diese Punkte. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder da. Ich glaube, das Singen lasse ich mal lieber, Legende. Das wird nix. Jelle, ich bin das nächste Mal live nächsten Sonntag ab 9:30 Uhr. 9:30 Uhr. Da versuche ich jeden Sonntag hier Livestream zu machen und ich denke mal, das sollte auch klappen. Springböcke, Thompsonzelle, Tüpfelhyäne. Die sind natürlich auch cool. Warzenschweine, die hatten wir. Kann ich Tüpfelhyänen dort reinsetzen? Vielleicht sollte ich es mal mit einer probieren? Komm mal her, Tüpfelhyäne. Dich will ich jetzt mal. Kann ich nicht. Oh, Freunde. Ja, wenn ich singen könnte, Kev, dann würde ich auf jeden Fall jetzt ein Lied anstimmen. Ungültiger Zielort. Okay, ich kann meine Tierchen nicht platzieren. Das ist natürlich echt schade. Okay, ich habe... Reicht schon, dass ich die aufgenommen habe. Erhöhe das durchschnittliche Wohlbefinden. Ja, wunderschön. Dann schauen wir doch mal. Was hast du denn für Probleme? Harry. Oder Harry, Lebensqualität. Okay. Der Gute braucht Beschäftigung. Gehege, das können wir ja jetzt mittlerweile. Okay, du bist ein Bonobo. Art Bonobo. Perfekt. Dann setzen wir dir doch hier mal ein bisschen was hin. Da schaue ich mal, wie sich das hier... gibt's gar nichts. Also es gibt hier... Futterbeschäftigung gibt's gar nichts für den Bonobo. Das ist ja schade.
Ja, genau. Ich glaube nicht, dass ich da jeden Ton treffe. Achso, man könnte natürlich mal Play machen. Vielleicht liegt es daran. Ich kann euch ja Kletterflächen haben die eigentlich. Kletteräste. Das ist kein Ding, aber hier, die fehlen mir. Die gibt's aber hier nicht für ein Bonobo. Du bist doch einer, ne? Da kann ich gerade nicht viel für ihn tun. Das ist schade. Warum gibt's die nicht? Okay, das sind alles die Bonobos. Die haben alle das gleiche Problem. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Ihr süßen Kleinen. Oh, schaut euch den mal an. Ist er nicht süß? Oh mein Gott, ist der niedlich. Ja, doch, sehr süß. So, jetzt schauen wir mal. Sozialverhalten. Platz. Das Gehege ist zu klein oder zu voll. Okay. Hat enorme Erwachsene. Vielleicht sind es wirklich zu viel. Wie viel haben wir denn da drin? Erweitern können wir das nicht wirklich. Hier ist ja schon das nächste Gehege. Dann zeig doch mal, wie viel wir da drin haben. 3. Es ist ja nicht mal viel. Okay, dann lass mal sehen. Ich würde dich mal ins Handelszentrum schicken. Okay. Also du bist jetzt im Handelszentrum. Ist da jetzt mehr Platz? Ist das jetzt gut? Wir sind doch aber mehr als 3. Oh, was mache ich denn? Ich will hier die Tierchen. Nicht die Schlafmöglichkeit, ich will die Tierchen. Okay, ja, das sind halt alle möglichen Arten drin, ne? So wie es gerade aussieht. Vielleicht vertragen die sich ja, dann kann ich das... Wir könnten es mal riskieren. Wer bist du denn? Hallo. Ja, gegen Julian, da hast du recht. Sonst hätte ich gesagt, verbinden wir das hier, wenn ich wüsste, dass die zwei sich, also die zwei Arten sich hier ärgern. Habt ihr irgendwie Probleme mit jemandem? Oh. Es gibt nicht genug Beschäftigung. Lebensqualität. Lebensqualität, Beschäftigung. Durch. Okay, so Futterspender, Sprinkler, kleiner Ball. Ja, lass uns doch mal einen kleinen Ball. Du bist ein roter Wari. Irgendwem müssen wir hier helfen können. Roter Wari. Perfekt. Futter. Hä? Echt? Es gibt nichts? Ich kenne auch keinen Sprinkler, Wasserleitung, Wasserschüssel. Was zur Hölle? Ich kann gerade gar nicht viel machen hier. Ha, ja gut. Dann schauen wir uns trotzdem nochmal an, was die anderen Tiere so für Probleme haben. Oh, wow. Ganz schön viele hier. Katas. Ah, das sind alles dieselben. Ja, doch, dann ist es ziemlich. Dann ist es logisch, dass das... Ab ins Handelszentrum, dass das zu voll ist. Ich war ja gar nicht so gesehen. Okay. Oh, das ist schon sehr alt. Nee, Probleme gibt's gar nicht. Gibt wirklich nur Lösungen, da hast du recht. Ab ins Handelszentrum. Und dann schauen wir mal, ob sich das nicht schon ein bisschen vielleicht getan hat. Boah, da sind so viele. Ja, du kommst auch mal mit ins Handelszentrum. Wobei ich vielleicht auch die freilassen könnte, oder? Wenn ich hier was freilasse von denen. Oh, schaut mal, wie sich das hier gebessert hat. Das ist natürlich jetzt cool. Platz, genau. Du hast immer noch Platzprobleme. Aber hier, denen geht's jetzt wieder super.
Da muss ich nur aufpassen. Genau, die haben alle Platzprobleme. Ich habe jetzt schon sehr viele Weibchen da reingepackt. Ich könnte dich mal noch mit. Freilassen kann ich dich nicht, okay. So. Ja, jetzt wird es ja schon besser. Das sieht doch schon sehr gut aus. Was ist hier? Tier ist entkommen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Als Notfall. Dieses Tier gegen eine... Okay. Komm. Nützt ja nichts. Verlegung. Wie können die denn... Ja gut, die klettern halt, ne? Das sind halt Affen. Ist hier überhaupt... Ist das ein richtiges Gehege? Hier ist doch offen. Tropenfelsen. Ist es geplant, dass das hier offen ist? Ich würde ja ganz gern mal von da bis da Glas machen, oder? Oh, nein. Geht nicht. Okay. Krass. Ja, ich werde auch definitiv einen Park von null aufbauen, Legende. Da hast du recht. Weil hier komme ich jetzt gerade echt null zurecht. Das nervt mich auch ein bisschen. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Denn dieser Park hier, der ist ja schon fix und fertig. Aber ich wollte jetzt hier nicht unbedingt im Livestream. Das ist wirklich das allererste Mal, dass ich hier das Spiel spiele. Und... Da hätte das halt echt ewig gedauert, bis ich mich da reingefitzt habe und den Park hier wieder aufgebaut hätte. Das hätte ewig gedauert. Ich würde sagen, genau, Jelle von Kennel. Ich werde nächste Woche Sonntag wieder Planet Zoo spielen. Und bis dahin habe ich mich hier in das Spiel definitiv reingefitzt. Und dann können wir unseren eigenen Park bauen. Was haltet ihr davon? Ich denke, das ist gar keine so schlechte Idee. Wir haben heute das Tutorial gesehen. Wir haben gesehen, wo wir wirklich komplett unseren eigenen Zoo aufbauen können. Ja, hier versagen zigtausend Stromquellen. Alles Solarmodule, denen irgendwann der Saft ausgeht, die ich hier aber nicht irgendwie bewegen kann. Habe ich hier irgendwas? Nee, alles gut. Okay. Okay, Obereule, das nehme ich als Zustimmung. Und genau, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, ich baue den Park in Europa auf, damit wir den auch besuchen können. Du hast ja recht, Legende. Leute, das war's dann erstmal für heute. Wie gesagt, nächste Woche Sonntag, 9.30 Uhr. Dasselbe Spiel nochmal, allerdings richtig vorbereitet. Richtig in das Spiel eingefitzt und dann bauen wir unseren eigenen Park. Ihr könnt euch ja gern in der Woche schon mal überlegen, wie nennen wir unseren Zoo? Unseren neuen, den wir in Europa aufbauen werden. Da würde ich mich freuen, wenn da nächste Woche ein paar Vorschläge kommen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt nicht so verregnetes Wetter wie ich hier. Und lasst euch die Woche nicht stressen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos. Und macht's gut. Und tschüss.